Hallo Freunde! Jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show! Au! Wir sind die Mario Brothers! Alles kann mir bekannt! Nicht wie die anderen berühmten Land! Ich spiele mal im Eimer, Alter, Jobbe wie sonst keiner! Immer schneller, niemals müde! Fahr ab auf die Brüde! Fahr ab auf die Brüde! Gimme, 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 gimme! Wow! Jetzt geht's ab! Verhalt dich fest am Sitz! Immer Abenteuer! Luigi? Ja? Meine preisverdächtige Spaghetti-Soße ist fertig. Willst du? Du siehst doch, dass ich arbeite, Mario. Komm schon, nur ein Löffelchen. Okay, okay, na pass auf mit der Soße. Na, gib her. Und? Mario, diese Soße ist die beste, die ich je gegessen ich habe. Ich wusste es. Das liegt an den geheimen Zutaten. Was für geheime Zutaten? Verschiedene Triebe. Triebe? Was für Triebe meinst du denn? Na, den Koch- und Esstrieb zum Beispiel. Mario, ich sag dir jetzt mal was. Trieb hin, Trieb her, diese Soße ist fantastisch. Oh, oh. Oh, oh? Oh, oh. Was meinst du mit oh, oh? Was läuft falsch? Oh, was falsch läuft? Was soll denn schon falsch laufen? Ich meine, alles ist in Ordnung, besonders dein Brusthaar. Brusthaar? Was ist mit meinem Brusthaar los? Es ist nicht so schlimm, solange dir das Grün nicht auf dem Kopf wächst. Du spinnst, Mario. Sieh mich an. Du lachst? Hier sind die Mario Brothers beim Klempnerspiel. Zu der geheimen Zone durch den Abflussfield. Rettet die Prinzessin im Pilzerwunderland. Voller Pulle mit den beiden. Fahrt ab auf die Brüder. Yeah, die Koopas und die Koopas denken nur an böses Zeug. Verschleppt mit die Prinzessin Pilzerwunderland. Bei euch amüsiert doch verwirrt und jede Wetten weg. Ja, da kann auch jeder wetten. Ihr fahrt ab auf die Brüder. Hooded Robin und seine Mario-Männer. Klempner-Arbeitsbericht Nummer 203. Wir hatten uns in Sherwood Forest verirrt. Okay, diesmal weiß ich ganz sicher, dass wir nach Sherwood in die Richtung müssen. Mir nach. Mama mia. Ah! Weißt du, mein befreundetster aller Pilze, du solltest dir mal eine neue Landkarte besorgen. Da, wo du hingehst, brauchst du keine Karte, Hooded Robin. Hooded Robin? Ich glaube, die verwechseln uns. Hier oben hängt niemand außer zwei harmlosen Klempnern. Klempner? Ha! Wenn du glaubst, dass du mich auf den Arm nehmen kannst, hast du dich getäuscht. Cooper Troopers, sammeln! Das war die Stimme des Sheriffs von Coopingham. Habt ihr gehört, Troopers? Wir tun, was er sagt. Ich will Gänseblümchen. Pflückt mir so viele Gänseblümchen, wie ihr finden könnt. Gänseblümchen? Alle Troopers ausschwärmen! Das klang tatsächlich nach Cooper. Aber wie kommt dieses Reptil auf die Idee, uns zu retten? Das war nicht Cooper, mein Freund. Das war ich, Hooded Robin. Sherwoods meistgesuchter Gesetzesverbrecher. Stimmimitation gehört zu meinen Spezialitäten. Ich bin der Sheriff von Coopingham, der Vernichter des Pilzewunderlandes. Jetzt verstehe ich alles. Dann hast du mit Coopers Stimme die Cooper Troopers abgelenkt. Du hast es erfasst, Kamerad. Ich beraube den reichen Cooper und verteile seine Reichtümer unter den armen Pilzen. Fürchtet euch nicht, my lady. Ich bin ein Gentle-Vogel par excellence. So, na davon habe ich aber nichts gemerkt. Verehrte Freunde, ich möchte euch das grundgute Pilzvolk von Sherwood vorstellen. Wir haben leider nichts, was wir euch anbieten könnten. Oh, du armes Kind. Der böse Sheriff von Coopingham hat uns alle unsere Goldstücke weggenommen. Wir holen eure Goldstücke wieder zurück. Stimmt's, Jungs? Ehrensache. Ganz richtig. Hooded Robin und seine Mario-Männer sorgen dafür, dass ihm das Gold im Halse stecken bleibt.
Im Kampf gegen König Koopa bin ich immer dabei. Aber wie finden wir ihn? Ganz einfach. Er ist etwa dort. Ah, Koopingham Castle, ich komme! Deine Schatzkammern sind bald zum Brechen voll. Das Volk von Sherwood ist wirklich sehr spendabel. Gib mir all sein Gold. Auftrag ausgeführt, königliche Unverschämtheit. Gänseblümchen? Was soll ich denn mit den Gänseblümchen? Ich wollte doch, dass du diesen Robin fängst. Aber ehrenwerter, kuperisierter Sheriff, euer Befehl im Wald bei der Falle, Gänseblümchen. Oh, oh. Du erbärmlicher Versager, oh, du Null, oh, du Wurm, du erbärmliche Schleimkröte. Ich werde diesem hinterhältigen Vogel Feder für Feder ausrupfen. Komm mit an die Kasse, Alter, das hier ist eine Mautstraße. Eine Mautstraße? Seit wann? Seit es der Gemeinster aller Koopas, der Sheriff von Koopingham, höchstpersönlich so beschlossen hat. Die Straße zum Schloss kostet eine ganze Menge Zoll. Der Zoll für eine einfache Fahrt beträgt eine ganze Wagenladung Gold. Vergiss es, Pilzgesicht. Das Gold habe ich höchstpersönlich und hinterhältig gestohlen. Okay, okay, ich mache eine Ausnahme. Was heißt hier, du machst eine Ausnahme? Weißt du eigentlich, wer dir höchstpersönlich gegenübersteht, du nichtssagendes Pilzgesicht? Oh ja, das wissen wir sehr wohl. Und deshalb werde ich das gestohlene Gold den freundlichen Leuten von Sherwood zurückgeben. Oder mein Name ist nicht Hooded Robin. Und wir sind nicht seine Mario-Männer. Au! Sherwood Forest zu suchen. Ja. Und jetzt hole ich mir das liebe Gold. Robin, sei vorsichtig! Hooded Robin liebt die Gefahr. Hat ihn angefangen. Arrivederci, Robin. Jetzt kann ich wieder in aller Ruhe die Armen berauben, während dieser lästige Lotzegeier in meinem Kerker brät. So, Hooded Robin, wie fühlst du dich so als Galgenvogel? Na, fallen dir keine Schlausprüche mehr ein? Du wirst den Rest deines Lebens in diesem Käfig verbringen. Kapiert? Hooded Robin wird hoffentlich nicht federn lassen. Eins verstehe ich nicht. Wir sind gemein, wir sind kriminell. Warum stehen wir dann hier und halten Wache? Wenn doch sowieso niemand lebend an uns vorbeikommt. Was wollen die hier? Halt! Ruhig Blut, Freunde. Wir sind ganz gewöhnliche Handwerker. Ich wüsste nicht, dass wir Handwerker gerufen haben. Euer Burggrabensystem ist total veraltet, Freunde. Pass auf, Troopers. Schließ deine Augen und stell dir mal einen modernen Burggraben vor. Kochendes Wasser, alles fernsehüberwacht. Und schrecklich hungrige Piranha! Hilfe! Halt! Stehen bleiben! Ihr könnt einen Koopa Troopa nicht so leicht hinters Licht führen! Ihr seid die Mario Brothers! Angriff, Koopa Troopas! Etwas mehr Pasta-Power, Freunde! Halt! Haltet hier an! Da! Sagt mal, könnt ihr nicht einmal einer Meinung sein? Wir brauchen einen Fluchtweg. Ich werfe die Flasche mit der Zaubermixtur gegen die Wand. Schnell, Freunde! Schnell durch die Zaubertür! Ja. Ja.
Kerker. Ich bin allergisch gegen Kerker. Ich wusste, dass uns die Zauber... Türe zu! Hooded Robin! Ah. Bravo! Ich wusste, dass ich mich auf meine Mario-Männer verlassen kann. Zur Belohnung wünsche ich mir eine Pizza mit Pepperoni. Hooded Robin weiß sich glücklich, so einfallsreiche Freunde als Verbündete zu haben. Dann machen wir uns an den Rückzug und suchen das Gold. Oh, das ist Freigeil. Ja, und er bewacht das Gold. Wie kommen wir an dem heißen Typen vorbei? Wir müssen irgendwie versuchen, Freigeil abzulenken. Wie wär's mit einem brennenden Mädchen? Bitte was? Jetzt passt mal auf. Robin, kannst du eine Mädchenstimme nachmachen? Aber selbstverständlich, Prinzessin. Hooded Robin kann jede Stimme nachmachen. Brennendes Mädchen? Oh nein, ich bin für diesen Auftritt nicht richtig gekleidet. Ihr seht wirklich toll aus, Freunde. Huba, huba, huba! Oh. Man ist die heiß! Hallo, hallo. Du erinnerst mich an eine alte Flamme. Ha, ich bin ganz heiß darauf, dich kennenzulernen, Baby. Mein Name ist Freigeil, ja. Kommst du mal mit mir um die Ecke, damit bei uns beiden nichts anbrennt? Ich komme, ich komme. Ich verbrenne vor Lust nach dir. Drin stapelt sich das Gold bis zur Decke. Das ist bestimmt ein Vermögen wert. Ja, mein Vermögen. Und ihr dürft dreimal raten, was mit euch passiert. Die Tür zur Schatzkammer, sie wird immer heißer. Wartet nur, bis ich euch einheize. Freigeil bringt das Gold zum Schmelzen. Ja, wenn er so weitermacht, ist das Gold bald flüssig wie Wasser, nur viel, viel heißer. Flüssig? Kein Problem für uns, Clem. Wie sagen wir Klempner? Nicht rumwühlen, sondern durchspülen. Hör sofort mit deinen kuba-feindlichen Aktionen auf, du Spaghetti-Klempner! Mein Vermögen geht den Abfluss runter! Ja, so ist es, du gemeines Reptil. Das Gold fließt dorthin zurück, wo es herkommt. Zu den Leuten von Sherwood. Wir haben den Sheriff von Coopingham besiegt. Hey, passt auf, Bambinus von Sherwood. Wir haben für euch eine Überraschung auf Lager. Das ist unser Gold. Ja, aber wartet, bis das Gold wieder abgekühlt ist, Freunde. Ich finde, jetzt ist ein Festessen angezeigt. Sag mal, habe ich Festessen gehört? Aber sicher, ihr seid natürlich herzlich eingeladen.
Danke, Marios Magen ist schon ganz leer. Lass nur, Luigi. Diesmal gehe ich. Kann ich dir helfen? Sie haben angerufen, weil Sie ein Problem haben? Na, und ob ich ein Problem habe? Wenn bei Ihnen was wächst, was nicht wachsen soll, bin ich der Richtige für Sie. Ich bin Donuts Junior. Dad ist auf einer Kartoffelauktion, also schmeiß ich den Laden. Puh, Junge, Junge. In dem Loch wohnen Sie? Das ist ja zum Auswachsen. Und das ist Ihr Obst und Gemüse, Bruder? Was sagst du? Ich weiß nicht. Haben Sie schon zu ernten versucht? Nein, es war noch nichts reif. Haben Sie eine Schere? Ja, hier. Der sieht schon ganz reif aus. Ja. Ah, der ist auch schon fertig. Danke, Donald Junior. Jetzt, wo du schon mal hier bist, könntest du dir doch gleich mal unsere Radieschen in der Wanne ansehen. Hier. Oh, oh. Oh, oh. Es ist schon wieder nachgewachsen. Oh, das ist kein Problem. Sie gewöhnen sich daran. So, meinst du? Klar, mit der Nummer können Sie im Zirkus auftreten. Hast du schon was gefunden? Das ist ein wirklich schwieriger Fall. Das ist wirklich unglaublich. Alles nur wegen deiner dummen Spaghetti-Soße. Okay, ich hab sie nur gekocht, aber du hast sie gegessen. Es ist meine Schuld. Ja, das ist... Es ist deine Schuld. Nein, deine. Ist es nicht. Ist es doch. Hey, Jungs, Jungs, wartet mal. Ich glaube, ich hab die Lösung gefunden. Luigi, du hast Gemüsitis. Gemüsitis. Ein seltsames Gemüsegemisch wächst aus dem menschlichen Körper. Für gewöhnlich passiert das, wenn unzerkleinerte Triebe für Spaghetti-Soße verwendet werden. Es kommt nur alle 300 Jahre in Brooklyn vor. Sieh mal an, und da trifft's mich. Ist die Krankheit heilbar? Immer langsam. Ja, sie ist heilbar. Ist eine Rose. Daraufhin fällt das Gemüse auf der Stelle ab. Eine Rose? Na, wenn's weiter nichts ist. Hier ist eine Rose, Luigi. Okay. Es kann vorkommen, dass du eine Rositis bekommst, die etwa eine Woche dauert. Was ist eine Rositis? Wenn aus den Ohren Rosen wachsen. Na, wenn's weiter nichts ist, sehen wir das Ganze von der positiven Seite her. Von welcher Seite? Ich mag's, wenn du zur Abwechslung mal nach Rosen duftest. Den Mario, schwing die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab. Super Mario, ein Schritt vor und noch einmal, hey, tanzt den Mario, mein Erfolg, ja. So geht's, das ist der Mario. Macht den Mario, schwing die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab.